Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Hier im Video seht ihr Fohlen Nummer 4, jetzt schon ein paar Tage alt. Ich glaube, farblich kann man ganz gut erkennen, wer hier der Vater ist. Also Mutter ist Heaven, ist ja unsere Mushroom-Stute. Vater ist Köhn, der ja ebenfalls Mushroom ist. Somit konnte das Fohlen auch zu 100% nur ein Mushroom werden. Andere Farbkombis wären da nicht möglich gewesen. Es ist ein Stutfohlen. Irgendwie haben wir dieses Jahr Stutenjahr, was natürlich schon cool ist, weil natürlich wir die Stuten gegebenenfalls für die Zucht behalten können. Bei den Hengstfohlen ist es halt immer schwierig, weil wir in der Regel die Väter dann dazu haben und die Mutter und eventuell auch noch Schwestern oder Halbschwestern, je nachdem. Das macht dann wenig Sinn, da einen selbstgezogenen dann zu behalten aktuell, weil sowohl von Köhn haben wir ja schon einige Töchter in der Zucht, von Gigolo auch, der ja letztes Jahr bei uns gedeckt hat. Da macht das dann wenig Sinn. Deswegen freue ich mich hier sehr. Welches Fohlen wir letztendlich behalten werden, ist absolut noch nicht entschieden. Also wir haben schon einen Favoritenfohlen, definitiv. Aber ja, erst mal abwarten, bis alle da sind. Einige Fohlen kommen ja noch, nicht so viele wie letztes Jahr. Zum einen haben wir weniger Stuten gedeckt, zum anderen sind auch, glaube ich, nicht alle tragend. Dazu bei Gelegenheit mehr. Also bei 3 Stuten war es den ganzen Winter mal so ein bisschen unsicher. Habe ich immer mal überlegt, ob ich sie untersuchen lasse, aber im Endeffekt macht es natürlich über Winter jetzt eh wenig Unterschied, aber die werden wahrscheinlich dann ja demnächst zum Hengst gehen. Das heißt, wir werden das jetzt einmal abchecken, ob sie nun tragend sind oder nicht. Die können ja auch einfach mal nochmal spät im Jahr aufgenommen haben. Ist aber jetzt mutig hier so weit weg von der Mama. Die können ja auch nochmal spät im Jahr aufgenommen haben. Das heißt, die Fohlen kommen einfach ein bisschen später. Und deswegen checken wir das dann nochmal ab, dass man dann nicht entweder umsonst wartet oder die Stuten dann zum Hengst stellt und sie sind dann doch tragend. Deswegen checken wir das einmal ab. Hier, das ist auf jeden Fall im Moment unsere jüngste. Name muss mit H anfangen. Also wer Disney-Namen mit H weiß, bitte her damit. Für die ersten 2 Fohlen steht auch der Name schon fest. Aber da mache ich dann vielleicht einfach nochmal ein Video zu allen 4 Fohlen, jetzt zu den 4 Erstgeborenen, wie die dann heißen, die 4 Ladies. Und ja, ich bin ganz happy mit dem Fohlen. Also man sieht, es ist super korrekt, super gerade, sehr gut entwickelt. Heaven sieht super aus. Die Geburt war völlig unkompliziert, in 5 Minuten erledigt, sofort aufgestanden, getrunken. Also Bilderbuchgeburt gab es überhaupt nichts, gar keine Probleme. Wir haben die ja eh unter Videoüberwachung nachts und man konnte schon sehen halt bei Heaven, dass es losgeht. Das gibt dann natürlich immer eine schlaflose Nacht, aber das gehört halt dazu. Und wie gesagt, das Fohlen war super schnell da, lag richtig, die Eihaut ist sofort aufgegangen, sofort aufgestanden. Heaven war so gut wie gar nicht geschwitzt, also es war eine super schnelle Geburt, super unkompliziert. Ist natürlich auch schon ihr 3. Fohlen, da ist das dann eh immer ein bisschen unkomplizierter alles. Und ja, deswegen ganz happy, wunderschönes Fohlen. Letztes Jahr hatte sie ja auch ein Mushroom-Fohlen von Köhn. Das war ja ein Hengstfohlen, der kleine Knödel. Und dann gibt es ja noch die 3-jährige Tochter von ihr, die wir ja auch in der Aufzucht haben. Natürlich auch Mushroom, weil auch Köhn der Vater. Ist halt auch einfach eine Kombi, die super schön passt. Ich finde, Heaven ist auch eine unglaublich schöne Stute. Die ist leider nicht so menschenbezogen wie viele unserer anderen Ponys. Ist auch keine selbstgezogene zugekauft. Ja, also die ist brav, aber die braucht das jetzt nicht so, ne? Also ja, mal so vorbeikommen, mal kraulen lassen und so ist jetzt nicht so ihrs. Die ist ansonsten brav. Die ersten Tage mit Fohlen ist die extrem Helikoptermutter. Also da muss man echt immer ein bisschen Abstand halten vom Fohlen. Ist ja aber auch in Ordnung. Also wir lassen ihn auch ganz in Ruhe. Da wird überhaupt nicht rumgestresst. Also das, manche Stuten brauchen das einfach. Und gerade jetzt so, wenn sie nachts in der Box sind, das Fohlen ist sehr zutraulich. Kommt dann immer sofort, möchte gekrault werden. Mittlerweile lässt Heaven das auch zu. Die ersten 3-4 Tage hat sie sich dann immer dazwischen gestellt. Aber mittlerweile lässt sie das auch zu, dass die Kleine dann kommt und sich kraulen lässt. Von daher alles gut. Und gerade bei so Stuten, die dann so ein bisschen unsicher sind, die lasse ich komplett in Ruhe. Also da machen wir wirklich gar nichts. Da wird nicht am Fohlen unnötig rumhantiert, an der Stute nicht. Also da ist wirklich einfach, machen wir das einfach ganz entspannt. Lassen die erstmal ankommen in Ruhe. Die müssen sich ja auch erstmal aneinander gewöhnen und sich einspielen und dann kommt das mit der Zeit. Ich meine, so ein Fohlen ist ja nicht nur 3 Wochen hier, man hat ja einfach mindestens mal 6 Monate Zeit für alles. Deswegen, ja, bin ich da sehr entspannt. Ich muss sagen, so die ersten 1-2 Jahre habe ich auch mal gedacht, so, boah, die müssen sich sofort anfassen lassen und man muss die sofort aufhalftern und so weiter. Mittlerweile bin ich da sehr entspannt
Und die lernen das auch, wenn die älter sind. Die sind natürlich handlich, muss man auch sagen. Das ist etwas anderes, wenn man so ein Kaltblutfohlen hat mit 6 Monaten, was nichts kennt. Aber wichtiger ist erstmal, finde ich, immer, dass die lernen, dass Menschen nichts Böses sind, also dass die gerne kommen und sich anfassen lassen überall und so weiter. Das passiert ja von ganz allein, wenn man sich einfach in die Wiese setzt und mal wartet. Also sie ist ja jetzt hier auch schon ganz neugierig. Meistens, ich hocke mich dann mal so hin und dann sieht man auch, jetzt hat sie lang genug überlegt und hat sich gedacht, jetzt gehe ich mal gucken. Und dann machen wir das so ganz ohne Zwang. Halte ich mal so die Hand hin, kann ich mal dran schnuppern, manchmal lutschen, da kommt schon Heaven wieder hinterher, der passt doch schon wieder nicht. Da sieht man, was ich meine. Also die ist da sehr, ne, huschelt dann das Fohlen so ein bisschen auf. Also wenn jetzt jemand Fremdes hier wäre, wäre es noch extremer. Bei mir geht es noch. Ich meine, mich kennt sie nun auch seit Jahren. Aber so machen wir das ganz langsam und vorsichtig. Dann ist immer gut, wenn man irgendwann dazu kommt, genau hier so mal am Hals zu kratzen. Weil wenn man da einmal dran ist, dann hat man gewonnen. All das finden die ja richtig gut. Und dann kraule ich die so ein bisschen. Und für die ersten Tage oder auch 2, 3, 4 Wochen reicht das auch vollkommen. Wenn sie jetzt einfach merkt, okay, wenn die Tante da kommt, die macht überhaupt nichts, was mich ärgert, sondern die macht coole Sachen. Und da gehe ich gerne hin. Ja, deswegen. So machen wir das. Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Und unsere Ponys sind ja alle, also gerade die selbstgezogenen, sehr, sehr menschenbezogen und brav. Und deswegen haben wir da gute Erfahrungen mitgemacht. Muss natürlich jeder letztendlich selber entscheiden, aber bei uns funktioniert es so ganz gut. Aber wie gesagt, die Ponys sind natürlich auch, klar müssen die auch erzogen werden, aber es ist natürlich noch mal einfacher, als wenn es jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, Fohlen ist, was schon 200 Kilo wiegt. Genau. Und so sieht man auch, Heaven geht jetzt auch, hat einmal kurz hier geguckt, hat sich überlegt, okay, ich bleibe entspannt, ich lasse die mal daran rumhantieren. Und wie gesagt, hier so Mähne kraulen, das ist dann immer richtig gut. Dann hat man die eigentlich ruckzuck für sich gewonnen, die Fohlen. Und ja, meistens ist bei uns immer so das Startzeichen, wenn wir uns hinhocken, kommen die Fohlen immer so aus allen Ecken geschossen. Weil natürlich, klar, wenn man vor denen steht, man ist natürlich einfach riesig. Im Gegensatz für die Fohlen, logischerweise. Und deswegen ist für die mal so das Startzeichen, wenn sich jemand hinhockt, okay, da werde ich gekrault, da gehe ich mal hin. Jetzt kommt sie noch näher, will jetzt auch mal hier noch näher schnuppern. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Fohlen. Ich bin ganz happy. Ja, jetzt hast du hier, ne? Jetzt findest du es gut. Das ist nämlich dann so der Punkt, wenn man den einmal hat, dann ist es auch nicht schlimm, vor allem wenn die Fohlen das einmal so kennen, dass die sich anfassen lassen, das gut finden, wenn man die anfasst, ist es auch nicht schlimm, wenn da mal 2 Wochen nichts mit passiert. Also wenn man nur mal, ne, kurz guckt, gerade in der Aufzucht, die sollen ja schon noch ein bisschen ihre Ruhe haben und einfach mit den anderen Fohlen spielen. Aber wenn die das einmal hier so kennen und wissen, jetzt muss Heaven mal wieder hier ein bisschen rumstänkern, ja, musst du auch mal vorbeikommen, dann wenn die das einmal wissen, dass halt nichts passiert und alles gut ist, das verlernen die ja auch nicht mehr. Also man muss da jetzt nicht täglich mit denen irgendwie üben oder so, auch später beim Halftern oder irgendwas. Wenn er einmal sitzt, dann sitzt das. Das vergessen die so schnell nicht mehr. Jetzt verfolgt es mich schon. Ja, das ist halt, genau, konnte man jetzt ganz gut sehen, wie das bei uns so abläuft. Mit wenig Zwang und wenig Druck und einfach nur durch, sage ich mal, positive Erlebnisse. So könnte man es vielleicht ausdrucken. Also einfach, dass die Fohlen gerade in den ersten Wochen positive Erlebnisse mit dem Menschen haben und das nur mit was Coolem verbinden, dann hat man es eigentlich später relativ einfach und alles andere lernen die dann auch ruckzuck. Wie Halftern, Hufe geben, das machen wir auch oft so auf der Wiese einfach frei, mal kurz ein Beinchen hochheben. Das klappt dann auch ganz gut, das lernen die dann auch ganz schnell. Genau, so hier unten rast noch die restliche Gang. Da liegt Nickys Fohlen. Die anderen 2 düsen da hinten rum. Ein paar Stuten sind noch hier, die vielleicht bei Zeiten mal irgendwann ihre Fohlen noch rauswerfen wollen oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Aber ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich denke, hier wird als nächstes wahrscheinlich, würde ich mal glauben, das Fohlen von Ginny auf die Welt kommen. Die eutert ganz gut auf gerade. Da unten steht sie übrigens. Die hat auch einen Wahnsinnsbauch. Da tut sich jetzt so ein bisschen was. Also nichts in den nächsten 1, 2 Tagen. Aber ich glaube, das wird die nächste in der Reihe sein. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch was die Namen von unseren jetzigen Fohlen angeht. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage hoffentlich bis bald. Da unten flitzt noch eins zum Abschied.